Ja, die rote finde ich, wie gesagt, doch sehr, sehr, sehr niedlich. Aber ich glaube, die schwarz-weiße passt besser zu Mini Dreamer. Hallihallo, ihr Lieben, hier ist die Abby. Ja, ich stehe jetzt gerade hier mit der Kiara Greatspoon und der Abigail Youngford. Wir haben jetzt hier eine Gruppe gebildet und wir wollen uns jetzt die neuen Haustiere kaufen. Also die Katzen, die ja seit dem Mittwochsupdate dabei sind. Und ja, lass uns zu den Katzen gehen. Okay, das schreibt sie schon. Ja, also machen wir uns mal auf den Weg nach Fort Pinta ins Tiergeschäft. Genau. Ja, ich setze mir eben mal meine Lichtmarke wieder auf den richtigen Punkt. Sonst verlaufe ich mich. Ich bin ja die Meisterin im Verirren. Genau, laufen wir, oder besser gesagt, reiten wir mal geschwind zum Tiergeschäft nach Fort Pinta. Ich würde sagen, wir sind angekommen. Steigen doch einmal ab. So. Also. Ja. So, dann lass uns doch mal reingehen in den Laden. Ja, es kommt halt drauf an, welche Farbe man nimmt. Ich glaube, es gibt drei Farben. Genau. Ich würde sagen, dass wir erstmal in den Laden reingehen und nochmal schauen, welche Katzen es ja, zu kaufen gibt. So, jetzt sind wir hier in dem Laden. Da hinten sitzen sie ja schon. Aber, oh ja, da steht sogar neu dran. Also gibt es hier so eine weiße Katze, die schwarz-weiße und die rote. Also die rote gefällt mir auch, aber naja, ist schwierig, ne? Ja, die schwarz-weiße finde ich auch ganz süß. Also sie sind alle sehr, sehr niedlich, muss ich sagen. Ja, da miauen sie auch schon. Also die rote hier. Ja, sie gefällt mir schon sehr. Die weiße auch. Aber die. Ja, ich weiß nicht. Schreiben wir. Genau. Ich kann mich nicht entscheiden. Es ist. Ja, es ist eine schwierige Entscheidung, weil. Ja, es kostet ja auch etwas an Starcoins. Und
Ja, die rote finde ich, wie gesagt, doch sehr, sehr, sehr niedlich. Aber ich glaube, die schwarz-weiße passt besser zu Mini Dreamer. Die weiße fände ich etwas zu neutral, würde ich sagen. Aber die Katzen laufen doch nebenher, ne? Ja, alle. Nee, alle würde ich nicht nehmen. Ja, ich frage sie mal, welche ihr am besten gefällt. Ja, die Chiara, sie möchte die schwarz-weiße Katze. Genau, dann werde ich nämlich auch die schwarz-weiße Katze nehmen, weil wir die gleichen kaufen wollten. Und die Abigail nimmt auch die schwarz-weiße, das wusste ich schon vorher. Wie sie da hinten sitzen in. Mit diesen Wollknäueln. Aber die rote sitzt dort nicht bei. Nur die schwarze und die schwarz-weiße. Ja. Ich traue mich nicht. Okay, wollen wir es einmal wagen? 350 Star Coins. Okay, ich nehme jetzt die schwarz-weiße Katze. Okay, ich hab sie. Oh Gott, ich freue mich. Ups. Also die Abigail und ich, wir haben jetzt schon die schwarz-weiße Katze gekauft und gehen wir doch einmal nach draußen, mal schauen, wie die Kleine aussieht. Hier sitzt ja noch mein Hund. Im Körbchen muss ich einmal austauschen. Einmal mit der. Ui, da hat sie schon miaut. Ach, schaut mal, sitzen alle drei Katzen da unten, oder? Oh je, ist das süß. Ja, alle drei Katzen laufen hier nebenher. Das ist ja. So. Setzen wir sie doch einmal in die Tasche rein. Dann kann man das einmal. Ja, einmal besser sehen. Und ja, das jetzt. Okay, machen wir mal ein Foto. So. Ach, wie süß. Sie hat so grüne Augen. Grüne Augen. Miau. Okay, stellen wir mal hier ein Foto ein. Mach mal Tiefenschärfe. Sieht sehr, sehr, sehr süß aus, zusammen mit dieser Tasche auch. Finde ich zumindest. So. Echt niedlich. So, mal ein Foto gemacht. Ach, wie süß. Ich bin begeistert.
Was hat sie mit ihrer Katze? Sie ist geflogen? Nun ja. So, ich hätte jetzt gerne noch Lust auf ein Fort Pinta-Rennen. Also so ein, ich weiß nicht, nennt man das Freundschaftsrennen? Oder Gruppenrennen, ich weiß nicht genau. Ja, liebe Chiara, ich nehme noch auf. Aber ich habe schon mal einmal Lust auf so ein Gruppenrennen. Das macht sicherlich total viel Spaß. Ja, wollen wir mal schauen. Pinta-Rennstrecke. Okay, los geht's. Das ist ja fast so wie beim Championat. Die Abigail wird wohl gewinnen, weil sie einfach bessere Werte hat. Aber es kommt ja nicht aufs Gewinnen an, sondern auf den Spaß. Und wie die Katze dann nebenher läuft, das ist ja. Ja, das ist. Sieht sehr süß aus. Einmal über den Stein. Super. Ich hätte meine Katze vielleicht auch aus der Tasche rauslassen sollen, dass sie nebenher läuft. Aber okay, das kann man ja noch nachholen. Das kann man ja noch nachholen. Später werde ich auf jeden Fall noch das dicke Pony, mein Mini-Dreamer, leveln. Dann bin ich auch fast ausgelevelt mit ihm. Ups, jetzt bin ich fast falsch ge. Die falsche Richtung. Wo ist denn eigentlich die Chiara hin? Ist sie das? Nee, das ist sie nicht. Das war, glaube ich, ein Urpferd, ne? So ein kleines. So ein kleines möchte ich. Ja, möchte ich gerne noch haben. Dann habe ich ein großes und ein kleines. So, einmal über die Mauer. Hopp. Perfekt. Okay, dann ist die Abigail zuerst im Ziel. Danach ich, also die zweite Abigail. Und jetzt warten wir noch auf die Tiara. Na, wo bleibt sie denn? Ah, okay, da kommt sie schon. Und ist auch im Ziel angekommen. Aber der Spaß zählt. Nicht das Gewinnen. Oh, was macht sie denn? Ich glaube, ihr Pferd backt. Oder? Naja. Oh, jetzt sind wir alle im Ziel. Ja, die Reihenfolge, wie ich es gesagt habe. Okay, dann bin ich jetzt Platz 2. Aber erster Platz war auch nicht zu erwarten, weil da bin ich einfach noch zu schlecht von meinen Werten her. So, was schrieb sie jetzt? Okay, es wurde mit Sternchen ausgeblendet. Wir können uns ja denken, was sie geschrieben hat. Ja. Der Spaß ist das Allerwichtigste. Hauptsache, es macht Spaß. Mir geht es also nicht unbedingt ums Gewinnen. Ich mache die Schatzjagd. Möchte sie noch machen? Ich weiß gar nicht, welche Schatzjagd sie meint.
Ich bin noch gar nicht in diesem Level angekommen. Ich denke mal, das funktioniert wohl erst in höherem Level. Ja. Also das habe ich nicht. Genau, ich kann das noch nicht machen. Ja, das ist doch sicher dann in einem höheren Level möglich. Also etwas mit Schatzjagd ist mir jetzt so nicht bekannt. Also, oder ich stehe total auf dem Schlauch. Kann auch sein. Okay, sie möchte sie auch nicht machen. Gut, dann hat sich das ja erledigt. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, beende ich jetzt das Video. Und, ach, sie findet das Steigen cute. Okay. Ja, ist auch sehr süß. Steige ich doch auch mal. Ja, und ich werde das Video an dieser Stelle beenden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Genau. Macht's gut, ihr Lieben. Und danke fürs Zuschauen. Tschüssi.